Nun kann man in Java natürlich nicht nur einfache Pattern, sowas wie A Stern B, matchen, sondern auch so ein bisschen kompliziertere Ausdrücke natürlich. Gucken wir einmal ein Beispiel für die sogenannten MAC-Adressen an. MAC-Adressen bestehen typischerweise aus 6 Hexadezimalzahlen, die durch Doppelpunkte getrennt sind oder Bindestriche. Das ist auch möglich. Und vielleicht möchte man überprüfen, ob seine Benutzereingabe so eine MAC-Adresse ist, ob die korrekt eingegeben ist. Dazu kann man einen regulären Ausdruck bauen in Java, der jetzt schon etwas komplizierter aussieht. Das ist jetzt so zu lesen, dass wir zuerst Zeichen haben 0 bis 9, Groß A bis Groß F oder Klein A bis Klein F und davon zwei Stück hintereinander. Das ist also so ein einzelner Block aus zwei Hexadezimalzahlen. Dann kommt ein Doppelpunkt oder ein Strich. Das Ganze ist eingeklammert, weil wir haben quasi von solchen Blöcken dann mehrere und zwar genau 5 Stück. Und dahinter kommt nochmal ein Block als Hexadezimalzahl, jeweils zwei Hexadezimalzahlen hintereinander. Das ist dieser Teil hier. Das ist für den Abschluss, weil dahinter steht kein Doppelpunkt mehr. So könnte man in Java dann so einen regulären Ausdruck für eine MAC-Adresse aufschreiben. Sie sehen auch schon, dass die IDE hier die Behandlung von regulären Ausdrücken unterstützt. Wir haben Syntax-Highlighting. Sie können hier auf diese Lampe klicken, können das schon mal gegen Beispiele checken, wenn Sie hier so ein Beispiel haben. Das könnte eine MAC-Adresse sein, die passt auf das Pattern. Wenn Sie jetzt irgendwas zwischendurch ändern, zum Beispiel ein G einfügen statt des Fs, dann funktioniert es nicht mehr. Wenn Sie es wieder auf E ändern, geht es wieder. Also, das ist ganz praktisch zum Debuggen und zum Entwickeln von solchen regulären Ausdrücken. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich auch mal laufen lassen, gucken, ob das eigentlich auch läuft. Und dazu starten wir es einfach mal und gucken, ob diese Adresse, die wir hier so beispielhaft angegeben haben, auf das Pattern passt. Das tut sie. Wenn ich jetzt hier was ändere, zum Beispiel ein komisches Zeichen eingebe und dann nochmal laufen lasse, dann stellen wir fest, dann matcht das nicht mehr. Ergebnis ist false. Also auch MAC-Adressen und solche komplizierteren Sachen kann man dann gut über reguläre Ausdrücke beschreiben.